Hallo, ich möchte euch ganz herzlich heute zu unserem etwas anderen Erlebnisgottesdienst begrüßen. Leider können wir uns ja nicht im Gemeindesaal treffen, deshalb wollen wir es heute mal auf die Art und Weise probieren. Ich freue mich, dass ihr alle dabei seid. Fangen wir miteinander an. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Wir singen alle Halleluja. Faschingszeit. Wir sind ausgelassen und fröhlich. Wir schlüpfen in andere Rollen, sodass uns niemand erkennt. Doch leider ist es derzeit nicht wie gewohnt möglich. Deshalb wollen wir es heute im Kleinen tun. Hier zusammen fröhlich sein, singen, spielen und von Gott hören. Deshalb dürft ihr jetzt eure vorbereiteten Dinge aus der Basteltasche bereitstellen. Einmal eure Maske. Das Körbchen mit den Luftschlangen und die Luftballons. Ein Körbchen mit Luftschlangen. Luftschlangen gehören zu Fasching. Wem etwas einfällt zur Luftschlange, der darf es nennen und eine in die Mitte pusten. Mich erinnern die Luftschlangen an die Faschingsfeiern und so letztes Jahr, die ich mit meinen Freundinnen gemacht habe zusammen. Luftschlangen können verbinden. Luftschlangen können aber auch reißen. Jetzt machen wir Pause und ihr seid dran. Menschen sind miteinander in Verbindung. Mal ist das schön bunt und lebendig, wenn wir miteinander spielen, uns gern haben, aufeinander Rücksicht nehmen. Manchmal ist es aber auch sehr schwierig, wenn wir streiten, andere ausgrenzen oder schwindeln. Menschen glücklich machen. Schau mich an, ich bin froh und schon geht's mir ebenso. Nur ein Lachen kann uns Menschen glücklich machen. Schau mich an, ich bin froh und schon geht's dir ebenso. An Fasching schlüpfen wir in andere Rollen. Wir wollen jemand anderes sein. Ich habe mir den Clown ausgesucht, weil ich gern fröhlich bin, Spaß habe und mit anderen Quatsch mache.
Ich habe mich als Fee verkleidet, weil ich gerne zaubern möchte und Wünsche erfüllen möchte. Ich setze mir den Cowboy-Hut auf. Die Cowboys sind stark und frei. Die haben weite Wege vor sich und können überall hingehen. Im wirklichen Leben bin ich nicht so schön wie eine Fee, bin ich nicht so mutig und stark wie ein Cowboy. Im wirklichen Leben ist nicht immer alles lustig und fröhlich wie beim Clown. Ich kann mir nicht immer alles herzaubern, aber ich kann davon träumen. Menschen glücklich machen. Schau mich an, ich bin froh und schon geht's mir ebenso. Nur ein Lachen kann uns Menschen glücklich machen. Schau mich an, ich bin froh und schon geht's dir ebenso. Kein Fasching ohne Luftballons. Ich möchte auch gerne so fliegen wie ein Luftballon. Mein Luftballon kann durch die Luft schweben. Man kann ihn anderen zuspielen und sie können platzen. Pause-Taste. Jetzt seid ihr dran. Auch Menschen sind verletzlich. Nicht immer gehen wir vorsichtig mit ihnen um. Denke ich daran, dass ich andere mit meinen Worten wehtun kann? Und manchmal möchte ich wie ein bunter Luftballon aufsteigen und davonschweben. Nur ein Lachen. Menschen glücklich machen. Schau mich an, ich bin froh und schon geht's mir ebenso. Nur ein Lachen kann uns Menschen glücklich machen. Schau mich an, ich bin froh und schon geht's dir ebenso. Kein Fasching ohne ausgelassenes, fröhliches Tanzen. Auch in der Bibel wird getanzt. Hierzu haben wir eine Bibelstelle gefunden. Lange Zeit war das Volk Israel durch die Wüste unterwegs. In einem besonderen Zelt haben sie das Wort Gottes, die Gebote, seine Botschaft an sie mitgetragen. Die Bundeslade, Zeichen dafür, dass Gott mit ihnen unterwegs ist. Heute hören wir von einer besonderen Begebenheit, wie König David vor diesem Zelt tanzt. Schaut selbst! Eines Tages feierten die Israeliten ein Fest. Sie waren mit ihren Viehherden in ein besonders schönes, fruchtbares Tal gekommen, mit grünen Wiesen für die Tiere, Bächen mit gutem Wasser,
auch für die Menschen. Jetzt, so sagte David voll Freude, wollen wir feiern. Und er begann fröhlich vor der Bundeslade zu tanzen. Er wurde immer glücklicher dabei, wirbelte im Kreis herum, klatschte in die Hände und sang laut ein frohes Lied. »Aber was tust du da?« sagte Michael die Königin streng zu ihm. »Was fällt dir ein, zu tanzen und zu singen vor der Bundeslade? Benimm dich ordentlich und leise, wie es sich gehört.« »Ach, Michael«, rief David aus, »wie sollte ich mich nicht freuen vor meinem Gott? Wie sollte ich ihm nicht zeigen, wie dankbar und froh ich bin, weil er mir und dem Volk so Gutes tut?« Und so tanzte David weiter und sang ein fröhliches Halleluja. Schön, wie David sich freut und ausgelassen vor Gott tanzt. Auch wir wollen Gott loben mit einem Lied. Ihr kennt es auch schon, wir haben es am Anfang gesungen. Singen wir es nochmal gemeinsam. Wir singen alle Hallelu. Wir singen alle Hallelu, Hallelu, Hallelu. Wir singen alle Hallelu, Halleluja. Wir klatschen. Wir klatschen alle Hallelu, Hallelu, Hallelu. Wir klatschen alle Hallelu, Halleluja. Wir stampfen. Wir stampfen alle Hallelu, Hallelu, Hallelu. Wir stampfen alle Hallelu, Halleluja. Und jetzt wollen wir dazu musizieren. Dazu dürft ihr euch in eurer Wohnung irgendetwas suchen, mit dem ihr Musik machen könnt. Also kurz Pause. So, ich hoffe, ihr habt alle ein Instrument gefunden. Dann dürft ihr jetzt kräftig mitmusizieren, singen und auch ausgelassen wie David durch die ganze Wohnung tanzen. Wir übernehmen die Musik für euch. Wir singen alle Hallelu, Hallelu, Hallelu. Wir singen alle Hallelu, Halleluja. Wir klatschen, wir klatschen alle Hallelu, Hallelu, Hallelu. Wir klatschen alle Hallelu, Halleluja. Wir stampfen. Wir stampfen alle Hallelu, Hallelu, Hallelu. Wir stampfen alle Hallelu, Halleluja. Wir drehen uns. Wir drehen uns alle Hallelu, Hallelu, Hallelu. Wir drehen uns alle Hallelu, Halleluja. Und wir tanzen. Wir tanzen alle Hallelu, Hallelu, Hallelu. Wir tanzen alle Hallelu, Halleluja. Nochmal ganz laut. Wir tanzen alle Hallelu, Hallelu, Hallelu. Wir tanzen alle Hallelu, Halleluja. Nochmal ganz leise. Wir singen alle Hallelu, Hallelu, Hallelu. Wir singen alle Hallelu, Halleluja. Wir sind verbunden miteinander und mit Gott. Wir geben uns viele Hände und über das gemeinsame Beten sind wir auch mit euch verbunden. Beten wir, wie Jesus mit uns betet. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht und lacht, weil ihr an das Gute in euch und im anderen glaubt. Geht und lacht,
weil ihr euch von Gott bedingungslos geliebt wisst und darum einander lieben könnt. Geht und lacht das Böse aus dem Haus eures Lebens heraus. Geht und lacht, denn in jedem Lachen eines Menschen kann man Gott lachen hören. Dazu segne uns der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Singen wir zum Abschluss noch unser Lied. Halte zu mir, guter Gott, heute den ganzen Tag, halt die Hände über mich, was auch kommen mag. Halte zu mir, guter Gott, heute den ganzen Tag, halt die Hände über mich, was auch kommen mag. Du bist jederzeit bei mir, wo ich geh und steh, spür ich, wenn ich leise bin. Ich in meiner Nähe, halte zu mir, guter Gott, heut den ganzen Tag, halt die Hände über mich, was auch kommen mag.